Willkommen zurück zu SFS Kolonie. Heute werden wir die letzten Teile an die MS Kolonie anbringen, und zwar die Treibstofftanks. Ihr seht, wir haben hier zwei von denen und ich habe noch was geändert, und zwar haben die jetzt auf beiden Seiten diese Andockluken, damit wir, wenn sie leer sind, auch einfach wieder mitnehmen können und dann eben entsorgen können. Es sind zwei große Tanks. Ja, einer von den Tanks hat hier 36 Tonnen und da nochmal 6,75. Also das sind dann ungefähr, das sind 49 Tonnen an Treibstoff. Wir brauchen 6 Stück insgesamt. Das heißt, wir werden hier dreimal mit der Atlantis 4 fliegen. Unsere bisher leistungsstärkste Rakete von allen. Und ich hätte auch gern mal wieder die kleineren genommen, wie in den letzten beiden Folgen. Aber eins von denen hier ist halt schon über 50 Tonnen. Das heißt, selbst die Atlantis 3 kann nur einen einzelnen Tank hochbringen. Und das würde bedeuten, 6 Flüge zu machen. Das dauert auf jeden Fall eine ganze Weile. Deshalb jetzt hier mit der Atlantis 4 und 2 Stück gleichzeitig. So, genug geplaudert. Und dann fliegen wir mal. Thank you.
So, da haben wir es geschafft. Sämtliche Treibstofftanks sind angebaut und wir sind so gut wie bereit, um die Mission zu starten. Leider ist momentan an meiner Schule jetzt Klausurzeit. Das heißt, ich habe nicht besonders viel Zeit und muss mich eben auf viele Klausuren vorbereiten. Deshalb ist es jetzt erstmal genug für diese Woche. Nächste Woche werden wir auf jeden Fall die Mission machen. Ihr seht, hier sind die ganzen Treibstofftanks. Die sind auch alle voll. Ich habe auch noch ein paar andere Tanks hier voll gemacht mit dem Resttreibstoff in den zweiten Stufen. Aber ansonsten war es das hier. Dann schauen wir uns nochmal die Landung an. Und zwar die erste Mission, erste Landung. Wunderbare Landung. Hat super geklappt. 1,1% ist auf jeden Fall übrig geblieben. Dann beenden wir die Mission und Spiel fortsetzen. Ja, da hatten wir die von der zweiten und dritten Mission. Wir können auch hier mal rauszoomen. Die waren nicht ganz so erfolgreich. Da sind bei beiden Malen die äußeren beiden Triebwerke explodiert und auch die Landebeine dazu. Aber ansonsten ist halt noch ein großer Teil übrig geblieben. Ja, muss ich vielleicht noch mal üben. Aber oh, was ist jetzt passiert? Ach, die andere Rakete ist umgekippt. Super. Also wir haben doch noch ein bisschen mehr verloren. Dann beenden wir jetzt auch die Mission hier. Und die hier auch noch. Also die waren nicht ganz so toll. Aber jetzt gehen wir hier rüber zu den anderen, also zu den zweiten Stufen. Nein, das war es nicht. Und huch, eine zweite Stufe fehlt. Na egal. Schauen wir uns das hier an. Das war die zweite Mission. Und wir sind echt nah dran gelandet. Und dann die dritte Mission. Wir sind fast auf der anderen zweiten Stufe drauf gelandet. Und wir sind jetzt ziemlich nah schon dran gekommen. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Das heißt, ich werde immer besser. Vielleicht schaffe ich es irgendwann direkt da auf der Startplattform zu landen. Aber das war es jetzt auch hier mit den beiden. Beenden wir auch die Mission. So, und Spiel fortsetzen. Dann wechseln wir nochmal hier zur MS-Kolonie. Und dann war es das auch mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.